Als einziger Förster im Deutschen Bundestag liegt mir der Wald und Klimaschutz natürlich sehr am Herzen. Beides ist enorm wichtig in dieser Zeit. Der deutsche Wald hat gelitten unter dem Trockenjahr 2018. Etwa 200.000 Hektar sind bereits abgestorben. Wir müssen wieder aufforsten, aber nicht nur in Deutschland. Weltweit verlieren wir etwa 7 Millionen Hektar, in diesem Jahr vielleicht sogar noch mehr. Wald bindet große Mengen von CO2 und deshalb ist es wichtig, jetzt schnell voranzukommen und bis zu 350 Millionen Hektar wieder aufzuforsten. Das geht vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern und das ist mein Ziel, das über digitale Medien hinzubekommen, dass die Kleinbauern in diesen Ländern aufforsten können. Und das können wir tun und schaffen, dafür setze ich mich ein.